So, jetzt am nächsten Tag gehen auch meine Kopfhörer wieder. Tatsächlich waren sie nicht leer, sondern es gab scheinbar irgendein Bluetooth-Problem. Die haben nämlich noch 40% Ladeleistung. So, einmal raus hier und jetzt gucken wir mal. Ne, komm, ach ja. Jetzt spackt die Tastatur rum. Natürlich spackt jetzt die Tastatur rum. Nein, tut sie nicht. Ich habe heute eben nochmal, es ist ein Tag nach der letzten Aufnahme. Und ich habe heute nochmal Morrowind aufgenommen. Das nutzt natürlich WASD-Steuerung. Und ich klicke hier daneben, schnell mal eben mit Alt-Eingabe-Taste, wieder das Bild groß machen. So, dele. Ja, ich stelle mir aber das Trinken weg. Scheinbar bin ich gerade etwas sehr clumsy. So, dann schieben wir euch nochmal ein Stück nach rechts. Und jetzt kommen wir auch an die Pfeiltasten ran. Das war's. Ich wollte mit WASD laufen. Ich hätte natürlich auch die Tasten rebinden können. Aber ganz ehrlich, da habe ich keinen Bock drauf. Ich spiele das Spiel lieber so, wie es gedacht ist. So, hier haben wir den einen. Ich weiß es tatsächlich gar nicht, obwohl es gestern war, gar nicht, ob ich jetzt schon bei den Händlern war und alles. Hätte ich gucken können. Nein, war ich nicht. Gut, super. Ich bin scheinbar straight in die Stadt. Ja genau, ich wollte so schnell wie möglich die Aufnahme beenden und dann reden wir doch mal mit Arabia ansprechen. So. Wie man sieht, diesmal nicht allzu viel. Aber das lag auch daran, dass ich mich primär darauf konzentriert hatte, dass wir, oder dass ihr gesagt, bei mir der Ton irgendwie voll gespielt hat und ich den Ton über die Boxen ausgegeben hatte. Was dann auch vom Mikrofon nochmal aufgenommen wurde, was natürlich scheiße ist. So, deswegen habe ich da noch erst geredet, als es stumm war. Genau, so, dann gucken wir nochmal, können wir trainieren? Nein, 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 nein. Sehr schön. Und dann geht's gerade weiter in die nächste Runde des Grindings. So, wie ihr mitgekriegt habt, habe ich beim letzten Mal gesagt, ich würde das in eine Folge packen, mache ich nicht. Das liegt einfach daran, weil so eine Aufnahme von knapp einer Stunde noch was gerade in eine halbe Stunde passt. Und deswegen kann ich hier das einfach schön... Ich nehme einfach eine Datei. Da war was vom Essen. Das hat gekitzelt. Ich nehme einfach eine von meinen aufgenommenen Dateien. Jetzt muss ich hier diesen Flugvieh ausweichen. Und mache daraus ein eigenes Video. Zum Thema Flugvieh ausweichen ist eben diesen Affen und Flugviechern muss man eben ausweichen und die Sache ist die, also ich drücke jetzt einfach mal nur nach rechts und das heißt nicht funktioniert, ich drücke jetzt gerade nach links, ich habe nicht nach oben gedrückt, nochmal, ich drücke natürlich eben rechts und dann links, eben rechts und links vertauscht, passiert mir auch gerne mal, aber was ich zeigen wollte ist, dass die Leute automatisch versuchen auszuweichen. So, und hier hören wir jetzt ein Flugvieh. Das ist aber kein Krondir. Oh doch, das war ein Krondir. Nein, das ist kein Warnjak natürlich. Es ist ein Krondir. Ich sage Krondir und der kommt. Der ist natürlich schön. Denn wir können hier jetzt direkt gegen ihn kämpfen. So, bei der Magie habt ihr wahrscheinlich gemerkt, ich versuche hier... Ach ja, klar, Mausrad gab es damals noch nicht. Ich versuche hier natürlich etwas zu leveln. Und zwar level ich tatsächlich die von oben nach unten, weil es ist im Endeffekt eh wurscht. Ich muss eh alles leveln, deswegen level ich jetzt einfach die Dornenschlinge. Einmal auf den hier, so. Und die hält halt den Gegner fest. So. Ja, sie kann die Dornenschlinge gerne nochmal machen. Wie gesagt, sie soll den Zauber leveln. Okay, das war jetzt blöd, das hat nicht gezählt. Da hätte ich drüber nachdenken müssen, dass der Kondi ja drauf geht in der Runde, weil der zu stark ist. Und wie man sieht, die Dornenschlinge ist immer noch da, der Kondi aber nicht. Und es kann sie vielleicht Falle entfernen? Ist es vielleicht stark genug? Ja, Falle entfernen ist stark genug und das geht dann auf dieses Feld. Das müsste jetzt eigentlich die Dornenschlinge wieder entfernen. Nein, tut's nicht, weil der Kampf zu Ende ist. Okay. Und wir haben direkt zwei Level-Ups. Ist das nicht herrlich? So, wie ihr merkt, da ich gerade Sachen zu erzählen habe, mache ich gerade noch nicht die Timelapse. Jetzt, das müsste, genau, vom Audio her gesehen, das ist das, wie ich
warum ich dann immer mal hin und her laufe, weil ich höre, dass ein Vanyak in der Nähe ist. Und natürlich wollen wir gegen den kämpfen, um zu leveln. Und auch für die Vanyak-Kugeln. So. So, das habe ich tatsächlich nicht anders gemacht. Sie hat keine Magie mehr. Das heißt, sie greift jetzt einfach an. So. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt eben in die Timelapse. Okay, ich muss wieder irgendwie verpeilt haben, wo ich lang laufen muss, weil ich bin schon wieder eine ziemlich kleine Runde gelaufen. Wahrscheinlich habe ich irgendwo eine Abkürzung genommen aus Versehen und habe gedacht, dass ich dass der Rand einfach da weitergeht. So, jetzt heile ich tatsächlich die kleinen Wündchen eben mal. So, wieder mehr Hilfe. Denn das ist jetzt tatsächlich nicht viel. Das sind jetzt wie 2 Gold oder so. Ja, genau. Eine Sache, die ich ganz vergessen hatte, ach, über diesen Automatismus, wenn ich rede, die ich vergessen hatte, war natürlich, das mit dem Laufen habe ich deswegen gezeigt gehabt, weil, so, im Stillen noch konzentrieren, dass ich nicht wieder das falsch anklicke, so, das mit dem Laufen hatte ich deswegen gezeigt, weil es eben teilweise dazu führt, dass ich manchmal in irgendeine Sackgasse renne, weil die auf einmal nach oben laufen, obwohl ich nach links laufen will. Weil ich irgendwie in diesem Dschungel weiß man nicht unbedingt, welche von den Sachen Hindernisse sind und welche nicht. Und dann versuche ich die halt automatisch um das Hindernis umzulaufen, versuche halt intelligent zu sein und diese Intelligenz funktioniert nicht immer richtig. Und deswegen läuft man dann manchmal in Sackgassen irgendwie hin und her komisch, obwohl man eigentlich nur versucht, in eine ganz andere Richtung zu laufen. So, Rabir, wo versteckst du dich? Der läuft eigentlich hier immer im Kreis. Ich glaube, da hinten, das ist er. Jetzt ist er weg. Da ist er schon. So, hier. So, dann machen wir mal. Und dann machen wir beim nächsten Mal eine größere Runde. So. Außerdem hatten wir Level-Ups. Das heißt, wir können auch direkt hier ein bisschen trainieren. Das ist, genau. Das ist das Wort, was ich gesucht habe. So. Ich hatte übrigens heute zum ersten Mal den Effekt, dass ich ein Gericht von HelloFresh machen kann. Die sponsern mich ja nicht, also ganz ehrlich, ich verdiene mir den ganzen Kram kein Geld, ich habe da keinen Bock drauf. Ich will sagen können, was ich will und nicht abhängig davon sein, was YouTube für werbewirksam hält und was nicht. Und ich gucke erst einmal, wer wirklich Trainingspunkte hat. Das waren Trier und Tom. Und das ist beides Nahkampf. Dankeschön. Sondern ich will einfach halt sagen können, was ich will und deswegen habe ich eben, ja, ich meine, ich habe einen Job, also ganz ehrlich, der bezahlt gut genug und macht mir auch Spaß und ich werde jetzt morgen zum Kunden fahren, weil wir da ein Event, also Kickoff-Event haben für das Projekt, was ziemlich cool ist, weil wir da sämtliche Entwickler von Kunden kennenlernen. Das wird jede Menge Spaß, wird aber auch selbstverständlich einiges an Planung sein. Also sprich, Spaß und Arbeit kann man verbinden und das funktioniert bei uns in der Firma ziemlich gut. Zumindest für mich. Und deswegen bin ich ziemlich froh. So, und jetzt wird es dunkel. Würde ich sagen, jetzt hätte ich natürlich auch einfach warten können und dann rasten. Naja, wurscht. Ich guck noch mal, was hier das Übernachten kostet im Haus. Das war, glaube ich, ziemlich teuer, wenn ich mich irre. Das geht eigentlich 4,8 Goldstücke geht, wenn man bedenkt, dass ich davon ausgehen kann, dass hier kein Essen verbraucht wird. Das ist, wie gesagt, ich gehe davon eigentlich auch im Jägerclan aus. Deswegen gehen wir jetzt mit dem Jägerclan und dann gucken wir eben mal, wie das ist mit dem Essensverbrauch. Wir haben nämlich für 4,8 Gold rasten und damit heilen können, ohne Rationen zu verbrauchen. Und wir im Jägerclanhaus trotzdem Rationen verbrauchen, dann denke ich, sollten wir das machen. So.
Jetzt sind wir natürlich noch etwas früh dran. Ich glaube, es ist erst ab 8, dass wir bis zum nächsten Tag rasten. Gut, aber hier drin geht die Zeit übrigens doch etwas flotter. So, gucken wir nochmal. Wir haben hier 33 Rationen für Tom. Ich nehme auch an, dass jeder Ration verbraucht. Eben schnell die Zeit ablaufen lassen. Und dann so rasten. Bis zum Morgengrauen nämlich. Und nicht einfach nur 8 Stunden. So. Auch halt interessant, dass die Zeit unterschiedlich schnell vergeht, je nachdem welchen Modus man ist. In diesem 3D-Modus ist eine Sekunde, wobei immer es sind quasi 4 Sekunden sind 5 Sekunden. Das ist die Geschwindigkeit. So, und jetzt gehen wir mal raus. Und in dem anderen Modus ist eben eine von diesen 4 Sekunden kürzer als eine, viel kürzer als eine Sekunde. Ich glaube, da ist dann 1,5 oder 2 Sekunden sind 5 Minuten natürlich. So. Und wir sind wieder zurück in der Stadt. Und ich habe tatsächlich vorm Losgehen noch eine Sache vergessen, die ich eigentlich versprochen hatte. Gucken wir mal nach. Wir haben nur noch 30 Rationen. Also selbst wenn wir noch einen Jägerclan verbrauchen wir Rationen. Als nächstes probieren wir es also mal für 4,8 Gold die Nacht im Gasthaus. Irgendein Vorteil sollte es hier haben, ein Zimmer zu nehmen. So. Und ich meine 4,8 Gold, ehrlich gesagt, das ist immer noch viel, viel, viel mehr, als wir hier jetzt kriegen. Das heißt, das bisschen Verlust, was wir machen. Ich nehme an, dass die Rationen uns am Ende auch Geld kosten. Also was heißt, ich nehme an, die kosten uns Geld. Dann können wir mal gucken, wir haben 3 Rationen. Das für jeden Charakter, 3x4 sind 12. Können wir mal gucken, wenn das so stimmt. Aber ich gehe tatsächlich davon aus, dass es für jeden Charakter gleich viel gerechnet wird einfach. Weil das Gold wird auch immer auf allen aufgeteilt, automatisch. Gucken wir mal, was die 12 Rationen kosten. Und dann wissen wir quasi, ob es billiger ist, hier zu übernachten oder die Rationen zu kaufen. Das müssen wir am Ende übrigens auch noch machen, bevor wir losgehen, Rationen kaufen. Und vor allem die Samenkörner. Mit denen müssen wir uns dann eindecken. Also Rationen, 12 Stück wären 6 Goldstücke. Das heißt auf jeden Fall teurer als die 4,8. Jetzt warten wir aber noch eben bis um 8, sodass wir auch wirklich bis zum nächsten Morgen schlafen. Und dann wissen wir, Tom hat 30 Rationen. Gucken wir mal, ob die verbraucht werden. Ich würde tatsächlich erwarten, dass wir jetzt für die 4,8 Goldstücke, ich meine, irgendwie gesagt, irgendeinen Vorteil muss es ja haben, dass wir Geld dafür bezahlen. Ansonsten können wir auch einfach irgendwo übernachten. 28 Uhr. So. Ansprechen. Wir wollen schlafen für 4,8 Goldstücke. Und wir ruhen bis zum Morgengrauen. Und zum einen habe ich das Gefühl, dass wir mehr Lebenspunkte haben. Dann sind wir natürlich jetzt hier in dem Zimmer. Irgendwie nochmal reingucken, ob hier irgendwo was ist. Was, ob hier irgendeine Kiste ist, die wir ausräumen können vielleicht. So, nein. Okay, das habe ich mir aber schon gedacht. Und jetzt gucken wir hier. Und wir haben die gleiche Anzahl. Das heißt, wir zahlen 4,8 Gold. Einfach nur für die Ration, die wir quasi essen. Also spieltechnisch zumindest. Natürlich lore-mäßig auch dafür, dass das Bett gemacht wird und so weiter und so fort. So, dann würde ich sagen, können wir doch gerade wieder... Nein, halt, wir können nicht gerade wieder los. Wir können... Ach, ich gehe einfach gerade wieder los und dann tun wir einfach bei der nächsten Runde trainieren. Wir haben schließlich Level-Ups. So, und die nächste Runde.
So, da sind wir wieder. Wir haben tatsächlich ein paar Sachen zu machen, nachdem wir hier gerastet haben. Und zwar zum einen trainieren. Uns ist die Kappe beim letzten Mal kaputt gegangen. Das habe ich ganz vergessen gehabt. Und dann habe ich eben eine Entscheidung getroffen, nämlich um Sira mehr zu leveln, werde ich tatsächlich Zaubertränke kaufen. Also Mana-Tränke kaufen, heißt das. Sodass Sira in der Lage ist, etwas mehr zu zaubern in den Kämpfen. Das verringert zwar die Geschwindigkeit, mit der wir Geld machen, weil die Mana-Tränke Geld kosten. Auf der anderen Seite würden wir sonst noch mehr Runden machen müssen, um die Zaubersprüche von Sira zu leveln. Von daher gleicht sich das, denke ich, wieder aus am Ende. Ich gehe jetzt erstmal kaufen. So, abgesehen davon, wenn wir hier einkaufen gehen, haben wir eine Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Heiltrank geschenkt bekommen. So. Das heißt, ich kaufe hier den stärksten Trank. Und zwar gleich 10 davon. So, ein bisschen Geld nicht übrig behalten. So. Dankeschön. Jetzt haben wir noch einen Heiltrank dazu bekommen. Den blauen hier. Und das dürfte sogar die stärkste Stärke sein. So, und jetzt verkaufen wir erstmal unsere Sachen. Und dann gehen wir zum Trainer. Jetzt muss ich höchstwahrscheinlich nicht jedes Mal diesen Trank einsetzen bei Sira. Von daher kann es sein, dass das jetzt zwei Läufe hält. Schauen wir mal. Wie gesagt, wir haben halt mehrere Sachen. Alles kostet Geld. So. Die wir gleichzeitig machen wollen. Und dann verkaufen wir eben das Fleisch. Ich weiß gar nicht, ob jetzt standardmäßig, wenn ich verkaufe, in dem Slot nur 100 Items Platz haben. Das sehen wir gleich. Ja, genau. Bei 99 hätten wir der neue Slot angefangen. Das heißt, das ist tatsächlich ein Sonderfall, dass es Leute gibt, die haben Sternchen-Items. Das heißt ja, dass viele sind, dass das nicht mehr anzeigen kann. So. Dann geben wir mal eben die Level-Ups durch. So, schauen wir mal. Nahkampf kann Dreher immer noch. Dreher hat tatsächlich noch einen Trainingspunkt übrig. Das ist interessant. Das heißt, wenn ich jetzt hergehe und nochmal Nahkampf sage, wird er wahrscheinlich sagen, er kann uns nicht mehr helfen. Das heißt, er wird wahrscheinlich gar nicht höher als 94. Gucken wir mal, was passiert. Weil er hat noch einen Punkt. Er hat sein Skill ist nicht ausgeskillt. Ja, im Moment kann ich euch nicht. Gut, das ist ja nicht mein Problem, wenn du das nicht kannst. Also ich meine, ich könnte noch lernen. Gut. Drill den Fernkampf beizubringen, bringt tatsächlich gar nichts. Sie lernt Fernkampf. Jetzt bin ich tatsächlich blöd und habe es mir nicht gemerkt. Ja, sie hat auch noch Trainingspunkte. Sehr schön. Ansprechen. Ja, Fernkampf, der ist auch teurer. Und ich wiederhole hier immer wieder die gleichen Fakten. So. Und dann gehen wir her und gucken nach Rainer. Der hat 2 Trainingspunkte und kann noch ein bisschen Nahkampf lernen. Der ist tatsächlich im Navi im Fernkampf gleich stark, nämlich 40 Punkte. Und bisher habe ich ihn tatsächlich im Nahkampf eigentlich besser benutzen können. Interesting. Punkte sind natürlich nicht viel, aber wir werden ja am Ende, wie man hier sieht, 6 Leute haben können, also 3 vorne, 3 hinten. Das heißt, er sieht so für mich aus, als wenn er hinten am Rand steht, so das hinten außen. So, hier haben wir nochmal einen Nahkampf, müsste die 3 Punkte komplett in Nahkampf füttern können. So, und dann müsste er ausgeskillt sein im Nahkampf. Nein, er kann tatsächlich die letzten Punkte einem nicht beibringen. Dann Tom in den Fernkampf zu schicken, macht auch keinen Sinn.
Das heißt, gucken wir mal. Wir behalten die Trainingspunkte mal und gucken, was passiert, weil ich will gucken, ob ich woanders dann die letzten, wobei, ganz ehrlich, ich muss ja eigentlich immer nur, ja, 3 Punkte übrig behalten, genau. So, ja, das Geld sparen wir uns mal. Tom habe ich auch nie in den Fernkampf geschickt, von daher. So, jetzt haben wir das, jetzt müssen wir einmal hier hoch zum, zum Waffenhändler und die Kappe reparieren lassen. Selbst wenn wir sie nicht brauchen, was wir ja gemerkt haben, wir sind jetzt eine ganze Runde gelaufen ohne die Kappe, ist das Reparieren sinnvoll, wenn wir sie verkaufen wollen. So, das war, glaube ich, Rainers Kappe, ja genau. Beziehungsweise wir hatten sie Rainer gegeben, glaube ich. So. Sehr schön. Und dann kriegt Rainer die Kappe. So. Außerdem kriegt Rainer den blauen Heiltrank, den wir bisher noch nicht. So, die 2 und die Stimpaks auch. So. Und er kann 28 Kilo tragen, das ist schön. Übrigens tun mir die Ohren ein kleines bisschen weh. Ich muss nämlich die Kopfhörer verkehrt rumtragen. Also links und rechts vertauscht. Weil, das ist vielleicht das, was ihr gemerkt habt, dass ich immer mal ein bisschen zu hin und her gelaufen bin. Das war tatsächlich, also im 3D-Modus, das war tatsächlich, weil das Spiel mir Soundeffekte gibt, zum Beispiel von einem Warniak, den ich höre. Und die kommen von rechts, und dabei ist der Warniak aber links von uns. So. Jetzt probieren wir nochmal eine Runde aus. Mit Syrah kann ihre magische Energie heilen und kann daher mehr Zauber machen. Schauen wir mal, wie viele von den Tränken wir verbrauchen. Also dann, bis nach der Runde. So, da es schon dunkel wird, habe ich mich entschlossen, diesen Run vorzeitig abzubrechen, sodass wir eben einmal schlafen gehen können und dann verkaufen und dann eben wieder den nächsten Run machen. So, abgesehen davon, wir wollen übernachten, genau. Abgesehen davon heilt jetzt Syrah ihre Magie fast komplett. Das heißt, wir haben die Tränke bisher noch gar nicht gebraucht. Hätten wir jetzt, da wir den letzten Zauber gemacht haben, den wir machen konnten, hätten wir das jetzt tatsächlich getan. Richtung, ja genau, und dann hier oben. So. Dann gehen wir einmal zu Rabien. Und ich glaube, die Trainingspunkte, die wir haben, die können wir gar nicht einsetzen, ne? Oder wir könnten Fernkampf lernen halt. So. Und das auch noch. Die Warniaks bringen halt leider nicht viel. Die meisten bringen halt die Kondis, weil ihre Tries sehr wertvoll sind. So. Dann gucken wir hier mal. So, jawohl. Na, sie könnte theoretisch in den Fernkampf noch lernen. Ja, kann sie auch. Ja, nichts. Der hat auch nichts. Und wie gesagt, Tom. Ja, ich kann Tom auch den Fernkampf vorbringen, weil der sehr stark werden kann. Und mit der Knarre dann halt hier, also wenn ich eine Knarre gebe, geht der Fernkampf eben hoch auf 82. Und das ist ja immer ein Bonus auf das, was man eh schon hat. Von daher ist es vielleicht gar nicht so sinnlos. Weil, wie gesagt, ich weiß, der Endkampf ist super stark. Und da vielleicht die Knarre zu haben, mit einem sehr guten Fernkampf, ist ganz gut. Abgesehen davon, wo stehe ich gerade? Abgesehen davon. Nicht doch mal gucken. Ah, okay, ja. Ich vermöge mich gerade selbst. Einen Augenblick, ich hab's gleich.
Hier ist der Waffenhändler. Da bringt mir selbst die Karte nichts. Da ist der Trainer. So, dann gehen wir also her und sagen, Tom lernt Fernkampf. So, damit ich Nahkampf lernen kann. Abgesehen davon hatte ich ganz vergessen, das wollte ich schon in den letzten beiden Kommentarmale sagen. Und zwar den Zauber von Syrah, den ich hier gerade trainiere, die Dornenschlinge. Das sind so Sachen, die habe ich früher als Kind, da habe ich gar nicht richtig mitgeregt, was die Zauber machen. Das heißt, ich habe im Endeffekt immer nur die Frostlawine gemacht. Das ist im Endeffekt, Frostschwetter geht auf einen Gegner, Frostkristall auf eine Zeile in diesem Kampffeld und Frostlawine auf alles. Und dann sind die eingefroren und können nichts machen. Dornenschlinge geht einfach auf ein Feld, friert den Gegner nicht ein, aber hält ihn fest. Und eventuell, weil die Frostsachen, das geht mit der Zeit weg. Die Dornenschlinge ist bisher in keinem Kampf weggegangen. Das heißt, eventuell ist die vielleicht sogar super zu haben. Hast nämlich an, macht uns schneller. Blenden heißt, der Gegner sieht nichts mehr. Das heißt, wahrscheinlich er trifft nicht mehr. Schlafsporn auch heißt, der schläft ein. Dornenfalle ist gut, nämlich uns an, macht Schadenfalle entfernen. Auch verständlich. Und die Heilsachen sowie Licht sind auch offensichtlich. Licht, wie gesagt, das mache ich einfach im nächsten Dungeon. Das ist relativ schwach. Und die Heilsachen hier, ich glaube, die brauche ich gar nicht leveln, weil Vergiftung kann entweder da sein oder weg. Von daher. So, jetzt hat also Tom trainiert. Dann haben wir hier Trier, der nichts, was nichts bringt. Und Syrah sollte doch noch Fernkampf lernen. Weil sie als Magierin halt eher hinten stehen wird. Und wir die Punkte auch ruhig nutzen können. Oh, ich habe Tom ausgewählt gehabt. Das war natürlich unglücklich. So. Dann nochmal, und zwar den Fernkampf. Und das ist jetzt auch nicht so viel Geld, was es kostet. Ich meine, das sind 9 Gold, wenn wir denken, was wir pro Runde verdienen. Das sieht jetzt auch nichts aus. So. Und dann fangen wir wieder einmal. Ja, das ist das, wenn wir nach unten, ne, das hatten wir schon, nach unten für nach unten laufen im Bildschirm und dann wird da unten auf einmal zum rückwärts laufen und man läuft gerade wieder in die Tür rein. Naja, gut, okay. Wir schauen mal, was die nächste Runde bringt. Okay, so, da sind wir wieder. Ich habe Syrah ziemlich stark gelevelt und habe nur ein oder zwei Tränke trinken müssen. Das ist schon ziemlich gut. Und ich glaube, das ist der letzte Run für diese Folge. Ich werde zwar gleich weiter aufnehmen, aber so von der Aufnahmezeit ist das ziemlich gut. Also habe ich am Anfang recht viel geredet. Recht viel auch in den ersten Run hinein. Ist ja das Rahmen mit bestimmten Inseln. Ich dachte, der rennt ja nachts rum. Im Zweifel, ja, da ist er doch schon. So. Ich würde sagen, im Zweifel müssten wir halt erst schlafen gehen. Aber das ist alles nicht möglich. So. Also wir verkaufen. Ich habe jetzt tatsächlich nicht im Kopf, ob wir einen Level-Up hatten. Also so ein Run dauert etwa in Echtzeit ungefähr 15 Minuten. 15 bis 20. Sollte also, da ich 10-fach beschleunige, in der Timelapse etwa eine Minute sein.
Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt ins Dunkel jetzt schnell ab zum Schlafhaus, zum Gasthaus. Das ist der Grund, warum ich den Ton einfach angelassen habe und nicht irgendwie, dann müsste ich jetzt für jeden Mann irgendwie ein eigenes Lied raussuchen, weil dann irgendwie das gleiche Lied zu spielen auch irgendwie doof ist. Deswegen, jetzt habe ich gesagt, ich lasse dann den Ton, den Originalton an, auf 10-fache Beschleunigung. Dann kriegt man zumindest in gewisser Weise noch mit, was passiert. So, und eine Übernachtungsmöglichkeit, genau, und zwar bis zum Morgengrauen. Und dann können wir hier mal durchgucken, wie schaut's aus. Sehr schön. Das heißt, ich stelle mich jetzt noch vor das Stadttor. Erst drehen, dann laufen. Und dann würde ich sagen, machen wir Schluss und wir sehen uns nächste Woche in die nächste Grinding-Runde. Also bis dann. Ciao, miau.